Heute, was geht ab, Leute? Hier mit einem neuen Video, passend zum C-Day. Also wenn ihr das seht, ist der Community Day. Viel Spaß, viel Glück, viel Erfolg. Und passend dazu habe ich hier heute ein Video von der Community. Ich habe euch mal gefragt, sogar im Community-Tab von YouTube, habe ich geschrieben, dass ihr mir ein paar Fragen stellen könnt. Hashtag AskHong, so wie damals. Und ja, ein paar werde ich davon beantworten. Vor allem in letzter Zeit haben sich die Fragen gehäuft und sehr oft wiederholt. Dachte ich mir, wenn ich die Frage öffentlich für alle beantworte, dann wird das nicht ständig wieder gefragt. Außerdem liebe ich das Ask TSM Format von TSM. Deswegen habe ich mich inspirieren lassen und Ask Hong zurückgeholt. Mal schauen, wie das wird. Ich weiß jetzt nicht, wie oft das kommen wird. Wahrscheinlich vielleicht einmal im Monat, passend zum C-Day, frage ich die Community. Ich denke, das ist ganz passend. Auf jeden Fall, ich drehe das Video gerade Samstagabend noch. Die Sache ist, ich muss gleich los zu Dimis Geburtstag. Deswegen weiß ich nicht, wie viele Fragen ich noch reinbekomme, ob ich das Video noch zu Ende bekomme. Schreibt unten in die Kommentare alles Gute für Dimi. Aber ja, fangen wir mal an. Und da habe ich als erstes die Frage von Nico Simon. Glaubst du, es wird in der vierten Gen ein Pokémon geben, für welches man 400 Bonbons braucht zum Entwickeln? Und wenn ja, welches? Das ist eine interessante Frage. Es gibt ja Carpador, Wablu und Valmer. Gen 2 kam keins. Und jetzt Gen 4 könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ihr wisst ja, Gen 4, mein Lieblings-Pokémon, ist das Nilpferd. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass der 400 Bonbons braucht, weil der ist halt so massiv, viele Bonbons. Würde eigentlich dazu passen. So ähnlich wie Valmer. Abgesehen davon kenne ich noch nicht so viele Gen 4 Pokémon. Deswegen, ja. Mich würde es freuen, weil ihr habt ja gesehen, das Video mit den erhöhten Spawns. Man kann so schnell die Pokémon fangen und die Dex-Einträge machen. Da wäre es auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ein Pokémon ein bisschen länger brauchen würde. Und 400 Bonbons, ja. Das wäre, fände ich auf jeden Fall gut. Könnten die auf jeden Fall bringen. Hätte ich nichts dagegen. Frage von Stefan Knutti. Was macht dir am meisten Spaß am Spiel? Raiden, entwickeln, farmen, entwickeln? Alter, wer hat Spaß am Entwickeln? Oder eventuell sogar die Videos für die Community. Ja, offensichtlich die Videos. Abgesehen davon, wahrscheinlich, also früher hätte ich gesagt farmen. Also eher der Sammelaspekt. Pokémon ist ja eigentlich ein Sammelspiel. Erst wenn irgendwann Kämpfen, PvP eingeführt wird, dann ändert sich das aber. Aber momentan ist es ja ein komplettes Sammelspiel, ein Highscore-Spiel. So wie, keine Ahnung, Tetris oder so. Man spielt ja nur für sich selber und versucht da alle möglichen Statistiken hochzuleveln, hochzubekommen. Der Hype halt. Der Hype und dann bin ich bei dem Spiel geblieben. Mal gibt es andere Aspekte, die mir gefallen. Mal gefällt mir der Aspekt, mal gefällt mir der. Dann eine Frage von Jan. Eine Frage, die sehr oft kommt. Warum eigentlich Euda und was heißt das eigentlich? Ja, weil man das hier so sagt im Süden. Und auch in Österreich sagt man das. Und ja, es gibt auch Euda mit OI, EU, demnächst. Euda-Shirts, beide Varianten erhältlich, check den Shop ab. Ich hasse es, wenn die Leute sagen, das heißt Alter, weil nein, es heißt nicht Alter. Vielleicht stammt es irgendwann mal früher von Alter ab, aber es hat viele Bedeutungen, es kann einfach alles bedeuten. Das ist so ein Standard-Allzweckwort. Dann von einem Kollegen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Was denkst du, wird das nächste legendäre Shiny-Variante sein? Groudon oder Rayquaza? Marvin Esterz, wie bist du auf die Idee gekommen, YouTube-Videos zu drehen, also ganz am Anfang mit Yu-Gi-Oh! Ja, ganz am Anfang mit Yu-Gi-Oh! Und was macht dir jetzt immer noch Spaß an YouTube? Ganz am Anfang durch Yu-Gi-Oh!, wie er schon sagt. Und die Tatsache, also es war so, oder es ist so, ich weiß nicht, wie es momentan ist, aber früher war es halt so, dass eigentlich jeder Yu-Gi-Oh!-Spieler auch einen YouTube-Account hatte, wo ein Video hochgeladen hat, und zwar ein Video von sich selber, wie er die Karten spielt, welches Deck er spielt. Das war so gang und gäbe. Und dann gab es auch sowas, das hat sich Trade-Videos genannt. Da hatte man halt seine Karten, da hat man Video davon gemacht und dann konnte man auf YouTube in der Community tauschen. Die Leute haben sich die Videos angeschaut und dann in die Kommentare geschrieben, hey, ich brauche diese Karte und dann hat man sich so ausgetauscht und dann hat man online getradet. Ja, da wurden viele Leute abgezockt, aber ja, und so ist es entstanden. Dann immer mehr Videos gemacht und dann unsere Fahrten auf Turniere und dann hat sich das immer so weiter aufgebaut. Die Leute haben uns gefeiert und dann von Sean Leipzig, Ask Kong, wenn Ninja Tom ins Spiel kommt und Schluss. Und Schluss. Mehr lese ich gar nicht vor oder beantworte ich gar nicht, weil ja, sowas kann ich natürlich nicht wissen. Und sowas braucht man mich eigentlich auch nicht zu fragen, weil ich bin nicht Niantic. Also ich werde oft Sachen gefragt, da denke ich mir, Leute, ich bin nicht Niantic, ich bin nicht der Apple Support, ich bin nicht der Android Support, ich bin Hong. Und ich bin kein Hellseher, also manchmal müsst ihr echt überlegen, was ihr mich fragt. Von Masomne Wilken. Currywurst mit Ketchup oder Mayo? Beides. Man muss sich im Leben nicht immer auf eine Sache beschränken. Nehmt euch, was euch gefällt. Mischt es.
probiert alles im Leben aus. Immer dieses Beschenken, immer diese Entweder-Oder. Ich hasse das. Wieso nicht alles? Wieso nicht alles? Kai Simon, was ist dein Anreiz, weiter zu spielen? Ist Pokémon Go, nachdem Level 40 erreicht hast, langweiliger geworden? Nein, weil das Spiel heißt ja Pokémon Go und nicht werde Level 40 Go. Und stell dir vor, also es gibt ja Leute, die haben nur durch Stops drehen Level 40 erreicht. Und sollen die Spieler jetzt aufhören? Die haben weder den Pokédex voll, noch Medaillen voll oder so. Also es gibt genug Aufgaben, die musst du dir halt nur selber stellen. Zum Beispiel Gold ergehen, wie gesagt, verschiedene Sammlungen, Glücks-Pokédex, wenn man einen normalen Pokédex schon voll hat. Also es gibt immer was zu tun. Dann gab es ja immer diese Zeiten mit der Konkurrenz, wo wir uns gegenseitig hochgepusht haben mit den EP-Rennen, was in vielen Gebieten, zum Beispiel Berlin, immer noch gibt. Und die sind krass dabei. Hier in München zum Beispiel komplett ausgestorben. Aber ja, man muss halt immer einen Anreiz finden. Und dasselbe gilt natürlich für euer Leben. Ihr müsst da auch immer neue Herausforderungen finden, die euch am Ball halten. Von The Hunter. Vermisst du die Anfangszeit, wo jeder gezockt hat? Na klar. Das Spiel hat sich sehr stark geändert. Ein paar Sachen sind besser geworden, aber ein paar Sachen sind auch schlechter geworden. Frage von Marge. Und die muss ich ins Video nehmen, weil dann kann ich auch gleichzeitig Werbung für den Shop machen. Er fragt, euer mein Freund. Mich würde mal interessieren, ob neuer Merch in Aussicht ist. Würde mich persönlich sehr darüber freuen, Hongbester Saftmann, deine Videos sind ein tägliches Muss. Mag auf jeden Fall, wie gesagt, zwei Euter-Shirts sind geplant, die Straßen munkeln, Serious Business wird zurückgeholt, das Motiv hat mir nicht so gefallen, aber viele Leute haben danach gefragt, deswegen wird das zurückgeholt und eins noch, aber mir fällt das gerade nicht ein. Auf jeden Fall kommen mehr Motive und ich werde da auch ein bisschen mehr Werbung machen, das habe ich bisher echt vollkommen vernachlässigt, aber schaut vorbei. Frage von Andreas. Wie würdest du reagieren, wenn Antic dich bannt? Zwinker-Smiley. Erstmal muss ich sagen, und das hat nichts mit Andreas zu tun, also auch, aber nicht nur, dieser Zwinker-Smiley ist so abnormal hässlich, der ist so provozierend, jeder, der den macht, sollte eine Faust bekommen. Ungelogen, tut mir leid, aber den macht man doch mit Absicht nur zum Provozieren. Also mein Rat an alle, überlegt euch diesen Zwinker-Smiley, weil, ich weiß nicht, aber der kommt irgendwie echt schlecht an. Auch wenn es manche nicht so böse meinen, wenn ich den sehe, ich werde richtig aggressiv. Abgesehen davon, ja, nichts würde ich machen, weil es gibt immer eine Verwarnung. Es gibt sogar zwei Verwarnungen. Hab nicht so viel Angst vor Niantic, Leute. Mein Tipp. Nächste Frage von Raccoon4. Was hältst du von Naren Gebietsabsprachen? Mehr dazu in einem separaten Video demnächst. Das wollte ich sogar ansprechen. Das kommt auf jeden Fall noch. Der Kollege hat viele Fragen gestellt. Ich beantworte mal alle. Wie stehst du zum Thema Multi-Accounting? Ist mir egal, ich mach's ja selber. Die Leute stecken ihre eigene Kraft und ihre eigene Zeit in die Accounts. Dementsprechend ist das okay. Abgesehen davon, wenn man, sagen wir jetzt, 6 Accounts hat und dann eine Arena einfach mit sich selber füllt. Aber abgesehen davon, soll jeder machen, wie er will. Ich meine, ihr kennt ja auf den Social Media Sachen immer die Fotos von diesen alten Leuten auf dem Fahrrad mit 1000 Accounts und jeder lacht sich schlapp. Aber im Grunde genommen ist er der überkrasseste Multi-Accounter und keiner sagt was. Also ja, Multi-Accounting meiner Meinung nach überhaupt nicht schlimm, Platz auf rumzuholen. Spoofing ist halt langweilig. Wieso macht man das? Soll jeder spoofen, wie er will, aber Digga, wenn du zu Hause hockst, zock doch lieber ein gescheites Spiel. Das ist immer meine Meinung. Account-Trading hasse ich über alles. Jeder, der es macht, soll es machen, aber ich würde meinen Account nie jemand anderen geben. Das ist sogar schlimmer als spoofen, weil der Spoofer schmeißt wenigstens den Ball selber. Der seinen Account shared, der hat absolut gar nichts gemacht. Und kriegt das Pokémon. Also, alle Leute, die Account-Trading machen und sich über Spoofer oder so aufregen, seid still. Psch. Letzte Frage von dem Kollegen. Was sind mit Stufe 40 derzeit deine Ziele? Glücks-Pokédex und alle Pokémon einmal auf Max pushen. Mehr Ziele gibt es momentan nicht. Frage von Robin Beckmann. Easy die Frage. Für was würdest du dich entscheiden, wenn du die Wahl hättest? Ein Shiny oder ein 100er? Ein 100er. Ihr habt null Interesse an Shinies. Wenn sie kommen, ist natürlich nice, nehme ich gerne mit, aber ich bin kein Shiny-Sammler, weil man kann es halt nicht beeinflussen. Wieso soll ich was sammeln, von dem ich nichts sammeln kann? Wisst ihr, was ich meine? Also Leute zum Beispiel, man geht ja angeln, weil man, ja okay, es gibt verschiedene Gründe, weil man sich entspannen will, dies, das, aber man will ja angeln, um was zu angeln. Versteht ihr? Und man schmeißt ja nicht einfach so auf gut Glück irgendwo was rein und hofft dann, was zu bekommen. Weil man geht ja gezielt, also Angler meine ich jetzt, gezielt wohin, um was rauszufischen, für seine Sammlung zum Beispiel jetzt. Und was bringt mir eine Sammlung? Wenn ich nicht garantieren kann, die Sammlung zu erweitern. Wenn ich nur auf gut Glück hoffen kann, dass was zu mir kommt, weißt?
Ich will meine Sammlung selber bestimmen, aktiv entscheiden können. Und aktiv. Sagen wir zum Beispiel, ich sammle diese Deo-Dosen. Und ich hätte nicht die Chance, nicht die eigene Wahl, neue Dosen in meine Sammlung hinzuzufügen. Stattdessen muss ich die Straße rumlaufen und hoffen, dass so eine Dose gegen meinen Fuß rollt. Was ist das für eine Sammlung? So macht das doch keinen Spaß. Und es gibt dann tatsächlich Leute, die sagen, ja, ohne Map spielen macht es viel mehr Spaß, weil ja, die 100er, die habe ich mir da verdient. Digga, was hast du dir da verdient? Du bist blind durch die Gegend gelaufen und hast mit Glück irgendwas gefunden. Stattdessen die Leute, die Maps benutzen, haben sich das verdient, indem sie die Zeit geschlagen haben, dorthin gelaufen sind, den Berg hinauf, dies, das. Das hat man verdient. Also das ist ja jetzt vollkommen ein anderes Thema. Ich bin ein bisschen ausgeschweift. Aber ja, wenn ich jetzt gesehen Luckys, Shinies, nicht 100er hier. Frage von NCLS. Welche Tipps kannst du Spielern, die nur noch wenige Level, meint er wohl, bis Level 40 haben, geben? Und was sind deine Lieblingstipps? Was sind meine Lieblingstipps? Wahrscheinlich A, Spaß haben. B, alles nicht zu ernst nehmen. Ja, das sind so meine Lieblingstipps auf jeden Fall. Und diese Tipps, ja, kann ich dir auch weitergeben. Es gibt keinen Grund, keinen Sinn, Level 40 zu sein. Also lasst dir Zeit, lasst euch Zeit. Wenn ihr 37, 38, 39 seid, spielt es einfach normal weiter, habt Spaß und Level 40 kommt automatisch. Vor allem, weil so viele Leute ja nach Level 40 die Motivation verlieren. Also es gibt keinen Grund, sich zu beeilen, sag ich mal. Dann die letzten paar Fragen. Und das sind jetzt eher Spaßfragen. Und zwar von Gemso. Wieso sind so viele komische Fragen dabei? Sag denen mal, die sollen auch alle deine Videos gucken, Euler. Recht hast du, Gemso. Und letzte Frage von Pauli. Ask Hong, Euler Hong. Warum stellen dir deine Zuschauer immer dieselben Fragen, anstatt deine Videos anzuschauen? Gute Frage, das frage ich mich auch, weil wenn die Leute, die die ganze Zeit fragen, mal tatsächlich meine Videos anschauen würden, dann würde es mit den Views besser abgehen und dann, ja, würde es uns allgemein als YouTuber ein bisschen besser gehen. Also, falls ihr wollt, dass es mir ein bisschen besser geht als YouTuber, schaut meine Videos, liked meine Videos, kommentiert meine Videos, abonniert mich. Abgesehen davon, danke für eure Fragen und ja, mal schauen, wann das nächste Mal das kommt oder falls es nochmal kommt. Ich denke, einmal zum C-Day, Community, passt da ganz gut. Aber, das war's erstmal von mir. Ich muss jetzt los zu Dimis Geburtstag. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anvisa ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Viel Spaß, viel Glück beim C-Day. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.